ich sitze hier in der Natur am Meer, einer der schönsten Orte der Welt für mich jetzt nach diesem Corona, zwei Jahren Einzelhaft. Nicht? Und jetzt bin ich endlich da ans Meer wieder gekommen, die Musik der Wellen, das ist einfach die ewige Musik. Das ist einfach beruhigend, Ende nie, das brauche ich einfach. Aber um die Euphorie ein bisschen zu dämpfen und meine Funktion als Künstler da ein bisschen zu beschreiben, mich stört dieses Plastik natürlich, das ist leider Gottes schon weltweit vorhanden. Und ich versuche daraus ein Projekt zu machen mit dem Gary. Und das besteht in erster Linie darin, dass man aus Fundstücken am Strand eine Serie machen kann. Und zwar mache ich da nichts anderes als meine Selbstporträts drauf. Ich kann einmal ein Beispiel zeigen. Ja. Also wenn man so eine alte Flosse findet, hat die schon einmal einen poetischen Aspekt. Das ist schon eine Ready-Made-Sculpture. Und da mache ich dann meine Selbstporträts drauf. Ich bin alles. Ich kann durch diese Ikone, Bart, noch Hut, aber den Hut lasse ich überhaupt weg, weil sonst bin ich Heisenberg. Nicht? Dann mache ich das eben praktisch nur so und mache auf diese Fundstücke teilweise eben Selbstporträts, aber auch eben einen von mir in den 80er Jahren begonnenen Stil, nicht? Der ein bisschen so an Keith Haring erinnern soll, wobei ich bin nicht rund, ich bin eckig. Das habe ich in den 80er Jahren, habe ich das en masse produziert, riesige Bilder gemacht. Und jetzt mache ich das eben praktisch auf Fundstücken aus am Meer. Wieder eine Serie Selbstporträt und auch eine Serie Plastic People. Ne? Habe ich diese Serie genannt, die habe ich in Houston begonnen, in Texas. Wobei ich da Plastikfolien aufhänge, die dann irgendwie, die sind durchsichtig. Und das vervielfältigt sozusagen diese Porträts, diese minimalistischen Porträts unserer menschlichen Gesellschaft. Ja? Ich nenne das Plastic People. Ja? Sie bewegen sich teilweise auch. Nicht? Ich brauche da wirklich nur ein bisschen herumschauen. Ich habe schon wieder eine Sache gefunden. Das kann man schon wieder verwenden. Plastik, ich weiß nicht, das ist ein Deckel von irgendwas. Dann vorne, da ist auch wieder was, ein Statement, dass man da was machen kann draus. Ich habe jetzt zwei Stück, es ist unendlich. Ich gehe da den Strand entlang, ich bin sicher, ich finde einen alten Schuh. Ich finde einen Ball, hier schon wieder, ein fantastisches Blau. Da ein Selbstporträt draus zu machen, das kannst du dann so machen. Dann machst du hier dieses Porträt drauf und steckst das dann auf einen Stecken. Und diese Fundstücke sind natürlich Ende nie. Leider ist das ein bisschen abgebrochen jetzt beim Runterfallen. Nicht? Aber ich finde da zum Beispiel der Mondo nicht? Drauf. Okay. Oder auch eine ganz einfach Muschel, Selbstporträt als Jakobsmuschel. Nicht? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten daraus, also Ende nie Sachen zu gestalten. Nicht? Jetzt das. Nachdem ich hier bin, hole ich mir schon das erste vom Strand, was mein Auge schon wieder entdeckt hat. Ne? Das ist leider Gottes jetzt da wieder genau das Problem, das mich stört. Ne? Dann sollte ich das einfach achtlos wegschmeißen. Ne? Ich hole mir diese Flasche, wenn man die jetzt gegen die Sonne hält, ja, hat das eine herrliche, wie soll man sagen, fotografische Qualität. Dann male ich mein Selbstporträt drauf und das werde ich jetzt tun. Und dann zeigen, was ich daraus mache. Um die Sache abzuschließen, ich lasse es dann stehen, hänge es auch verkehrt auf teilweise. Das wird gefunden und das Lustige ist, ein Freund von mir, der Künstler ist hier in Zabrin, hat das schon von mir gefunden und was zeigt er mir, wie wir bei ihm gegessen haben und was getrunken haben. Das, was er gefunden hat von mir. Ne? Das war wirklich passend, da geht es immer. Machen wir das einmal gleich. Damit man das abschließen kann einmal. Natürlich geht das auch mit Selbstporträt als Kaktus oder Selbstporträt als Plastikfolie oder was immer. Also es geht dann einfach so, sucht man sich eine Stelle aus. In dem Fall gehe ich nach oben. Dann mache ich diese Geschichte da jetzt relativ einfach. Ne? Natürlich mache ich das normalerweise ein bisschen genauer. Aber jetzt erklären uns
mäßig bleibt nicht so viel Zeit. Und nicht? Okay, Moment. Wir müssen noch ein bisschen abwenden. Das soll ja doch ein bisschen ästhetischer sein, sonst wird es nicht bemerkt. Ne? Okay, und jetzt stelle ich das dann gegen die Sonne, ne? Und habe den Effekt, also entweder das ist nicht gegen den Himmel zum Beispiel, das ist eine gute Situation, einen kleinen Moment. Ich hole mir von meiner Kamera raus. Um das gleich einmal zu zeigen, was dann der Effekt für mich ist, der bleibt. Und ich mache das gleich einmal so. Erster Streich. Jetzt. So. Also, eines ist nicht mit Sicherheit einmal gegen den Himmel, weil das ist schon mal eine ganz klasse Situation. Das zweite, dann stelle ich, dann suche ich mal raus, wo ich es abziehe. Man kann ein zweites machen mit Meereshintergrund. Ne? Wunderbar, von der Beleuchtung her fantastisch. Traumhaft schön. Okay, und jetzt nehme ich das mit, stelle das irgendwo da sichtbarer auf oder kann es auch da herstellen. Es wird hinten natürlich noch, das habe ich vergessen, es wird signiert hier, ne, als Art Project gekennzeichnet. Und es bleibt dann hier stehen und landet dann irgendwo im Auge des Betrachters und der sagt sich, das schaut ja komisch aus und nimmt das mit nach Hause. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass ich mit diesem kleinen Schritt zumindest eine Flasche weggebracht habe vom Strand. Das ist eine Arbeit, die ich mache. Und die kannst du weltweit machen, weil überall ist es notwendig, Plastik zu beseitigen. Und letztendlich ist das mein kleiner Beitrag 2022. Ne?